Hey Leute und willkommen zum Retro-Freitag. Ab jetzt ist erstmal jeder Freitag Retro-Freitag. Was heißt das? Es gibt ja noch einige Videos, die auf dem Urgel-Kanal waren und die sich unbedingt gewünscht werden. Und die du einfach privat gestellt hast. Ich bin ein böser Mensch, aber die kommen jetzt jeden Freitag. Außer mal zu besonderen Anlässen gibt es vielleicht auch mehr in der Woche. Aber normalerweise gibt es immer nur einmal in der Woche ein Retro-Video. Und heute, am Retro-Freitag, da Anton auch gerade zu Besuch ist, gibt es ein Video mit Anton zusammen. Und wir haben ja einiges zusammen erlebt. Und es gibt da ein besonderes Video, was, glaube ich, für große Freude gesorgt hat. Ja, und das haben sich auch sehr, sehr viele wieder gewünscht. Und das heißt Let's Drink. Und damals muss ich sagen, waren viele Getränke noch total unbekannt für uns. Mittlerweile weiß ich, was Chiasamen sind und so. Aber damals dachte ich, was ist das? Froschleich? Muss man das schütteln? Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr chaotisch. Und mit dem Video wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Viel Spaß. Schaut bei Anton vorbei und genießt das Video. Lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung da, wenn es euch gefällt. Und ihr könnt gerne die Kommentare schreiben, immer unter jedem Retro-Freitag, was ihr nächste Woche Freitag für ein Retro-Video sehen möchtet. Haut rein und ciao. Ciao. Und guten Tag wünschen wir euch. Mach nochmal. Ungeheuer guten Tag. Ich kann das nicht. Mal, warum? Soll ich machen? Ja. Ungeheuer guten Tag wünschen wir euch und willkommen zu einem Let's Drink. Richtig, heute gibt es kein Let's Eat, heute gibt es ein Let's Drink. Und was wir dafür brauchen sind? Getränke. Dafür ist mein Assistent heute zuständig. Wow, auf einmal sind Getränke hier. Zauberreich. Wir sind gestern durch den Supermarkt gestanden und dachten, machen wir Let's Eat, haben wir ganz viele Süßigkeiten gefunden. Und da haben wir noch mehr ekelhafte oder seltsame Getränke gefunden und dachten, warum machen wir nicht einfach ein Let's Drink? Bäh, was ist das? Guck also, das mal, sieht aus wie Froschleisch. Da sind so komische Eier drin oder so Fischeier. Das musst du länger warten, sonst macht deine nicht scharf jetzt. Jetzt bitte genau jetzt und jetzt dreh mal so ein bisschen. Schüttel mal so ein ganz leichtes bisschen. Das ist echt. Was ist das? Keine Ahnung, aber wir werden hier alles austesten. Ja, wir haben auch eine amerikanische vegane Milchalternative, nämlich Almond, also Mandelmilch, auch mal probieren. Dann, was haben wir alles? Sollen wir kurz zeigen, was wir alles haben? Wir haben einen Arizona Energy Drink. Hab ich auch noch nie gesehen. Nee. Arizona Energy. Da gibt es hier ganz viele andere Sorten. Ja. Kohl, Kokosnusswasser, Apfel und Spinat. Und das setzt sich unten schon so richtig ab. Also oben ist es hell und ist so richtig dunkel. Und hier habe ich einen Sunkist, der gehört nicht wirklich dazu, den trinke ich jetzt schon. Das ist kein Insider. Kennst du den schon? Was? Weißt du, wie der schmeckt? Ja, klar. Ich aber nicht, ich habe noch nie getrunken. Okay, dann fangen wir gleich an. Ja. Aber warte, vorher muss ich noch meinen Sunkist schütteln. Wir alle Kronkitzer. Oh, Scheiße. Du bist so dumm. Du Spasti, Alter. Du hast doch eben gesagt, nichts verschütten. Stimmt, aber ich habe ein Handtuch dabei. Aber warum hast du geschüttelt? Das ist doch logisch. Das muss man so machen. Das ist aber logisch bei Sprudel. Das ist doch wie Fanta, oder nicht? Das muss so. Das ist Sunkist-Schüttel. Das ist Insider von Gronkh. Weil wir machen Let's Drink. Das ist ja ähnlich ins Let's Eat. Vielleicht kennt man das von Gronkh und Sarazar. Deswegen wollte ich diesen kleinen Insider reinbringen. Aber wie kann das passieren, dass es jetzt... Herbert, du wusstest, dass es jetzt überschäumt? Nee, wusste ich nicht. Weil du dumm bist. Ja, weil ich dumm bin. Ja, du bist dumm. Aber eigentlich passt es, dass es so gekommen ist. Okay. Okay. Ja, lass uns das gleich probieren. Ich glaube, es schmeckt sehr ähnlich wie Fanta. Wir fangen ab. Oh. Hey, du weißt doch schon, wie das schmeckt. Hast du doch gesagt. Du hast gerade gesagt, du glaubst, es schmeckt so ähnlich wie Fanta, aber du hast doch gesagt, du weißt schon, wie es schmeckt. Ja, deswegen schmeckt es so ähnlich wie Fanta. Naja, Zuckerwasser. Schmeckt wie Sprite und Fanta und halt alles gleich. Schmeckt ein bisschen wie Sprite und Fanta zusammen, ne? Ja, das ist so eine Mischung. Sehr zuckrig. Würde ich mich nochmal holen. Nee. Vom okay. Geschmack her nicht. Oh, das ist mein Handy. Okay, das gut. Das war nur ein kleiner Gag. Jetzt kommen wir aber zum real shit hier. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit was Krassem an, oder? Was denn? Ich weiß nicht, irgend sowas Ekliges hier. Und so eine, wo sich das so absetzt. Ich würde sagen, damit wir überhaupt genug Energie haben, um das Ganze zu trinken, würde ich erst mit dem Energy Drink anfangen. Ja, okay. Ja? Arizona Energy? Okay. Ich finde Arizona Ice ganz lecker. Oh, es dampft. Boah, es dampft richtig krass. Crazy. Alter, das hätten wir im Friedhof getrunken. Ja, ja, Entschuldigung. Oh, es sieht aus wie Apfelsaft. Ja, es sieht überhaupt nicht aus wie Energy Drink. Nee. Wie sieht Energy Drink eigentlich aus? Riecht es denn wie Energy Drink? Ja, es riecht wie Apfelsaft. Riecht gar nicht wie Energy. Ist das überhaupt Energy Drink oder was heißt das? Warte mal ganz kurz. Ich zeige euch mal ganz kurz nochmal hier. Hier steht RX Energy. Ist das überhaupt ein Energy Drink? Da steht Energy drauf. Da laufen auf jeden Fall Leute auf dem Bild, da laufen Leute. Okay.
Ja, Prost. Hä? Schmeckt wie trüber Apfelsaft. Ja, wirklich. Ist Apfelsaft. Aber nicht gerade geschmackvoll. Nee, gar nicht. So wie Apfelsaft mit Wasser vermischt und dann irgendwie noch so Mehl oder so. Es schmeckt so richtig schwer im Mund. Ich dachte auch, das wäre sprudelig. Ich dachte auch. Aber es ist einfach... Es ist ja, ohne Kohlensäure. Ah, ich hätte es nicht erwartet. Nix, ja, aber nichts Besonderes irgendwie, oder? Ja. Ja. Das ist quasi nur Gemüse. Gurke, Salat, Lauch, Zeug. Ich würde sagen... Boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, das umso besser. Du musst schütteln, oder? Ja? Ja, ich würde schütteln. Ich würde das lieber schütteln. Also nicht... Ich habe Angst, wenn du schüttelst, ey. Aus ja. Wie so aus den Abwasserkanälen. Ja, sieht echt wirklich nicht schön aus. Aber ich glaube, es ist das Gesündeste, was wir von allen Sachen hier haben. Boah, riech mal. Das ist nämlich 100% Juice. Okay. Warte, das stinkt. Boah, das stinkt echt ekelhaft wie vergammeltes Gemüse aus Alter, der Biotonne. Ja, wirklich. Ja, ne? So riecht das, oder? Oh, scheiße. Okay, warte. Kennst du das, wenn du gerade in die Biotonne aufmachst? Ja. Der Geruch, der dir da entgegenkommt? Ja, wirklich? Ja. Nicht gedacht. Okay. Okay, okay. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Bah! Bah! Nee. Das ist richtig ekelhaft. Der I. Das ist boah. Richtig ekelhaft. Warte, oder ich glaube, man muss sich darauf einlassen. Ich probier's nochmal. Boah, ich kann das nicht. Nee, es stinkt schon so. Das ist, schmeckt genauso, wie es riecht irgendwie auch. Hä? Ich hab gedacht, das ist lecker, aber ich mag eigentlich so ein Shit. Boah, das ist... Weißt du noch, den Smoothie, den wir gemacht haben, der war tausendmal besser als das. So wie wenn man Müll runterbringt und man macht so diesen Bio auf und diese ja. Tüte und bla. Nur okay, okay. Als Geschmack. Boah, warte. Aber wir müssen es leer trinken, um den Gläser zu benutzen. Ja, bah. Das schmeckt auch so, als wäre Sand da drin. Und das schmeckt sauer am Ende, ne? Ah. Sauer und... Bah, es schmeckt wie, als wäre Sand da drin. Es schmeckt so richtig körnig. Nee. Mm-mm. Nee, das ist jetzt... Also schenk mal Walle oder so. Oder Benni. Das kannst du nicht machen. Kannst du nicht bringen. Oh shit. Bah. Nee. Und das ist von der gleichen Marke. Oh nee, das machen wir später. Ja, das ist von der gleichen Marke und das hier ist mit rote Beete und so ein Shit. Wow, Karotten, Tomaten. Rote Beete? Puh. Wo du stehst auf so Gemüse. Ja, eigentlich ja, aber das hat mir auch nicht geschmeckt. Okay, du bist dran, was nehmen wir? Boah, ich brauche was Leckeres. Ich glaube, davon ist nichts mehr da. Ich würde sagen, dieses, nee, das nehmen wir zum Schluss auf, oder? Frau ja, Fleisch? Ja. Diese Eier da. Ja, probieren wir es mit Aloe Vera, soll auch geil sein. Ja. Sieht man dieses Stückchen? Wenn du ein bisschen schüttelst vielleicht. Riecht ganz lecker. Schmeckt auch angenehm. Leichter boah, Geschmack. Die Stückchen sind geil. Ja. Wie Bubble Tea. Ja? Kennst du es noch? Ja, habe ich zweimal getrunken in meinem Leben. Bubble Tea war voll der Trend. Ist aber geil. Mmh. Stimmt. Finde ich geil. Mmh. Die Stückchen sind echt wie, nicht wie Bubble Tea Bubbles, sondern es gab Bubble Tea mit Bubbles und Bubble Tea mit Jelly. Und die schmecken wie Bubble Tea mit Jelly. Hast du Bubble Tea mit Jelly schon mal getrunken? Ja. Finde ich nice. So wie Essen gleichzeitig. Finde ich geil. Ja, stimmt. Das ist der richtig dicke Stücke. Da kann man sich richtig vorstellen. Richtig dicke Stücke drin. Aber das Richtige jetzt nach dem Scheiß hier. Das schmeckt echt interessant und lecker. Ich hasse diesen Montag. Okay. Okay. Lass mal riechen. Boah. Ja, riecht richtig nach Minze. Minze. Riecht richtig Zahnpasta wie, so. Wie Zahnpasta oder After Eight. Geht auch vom Geschmack. Ist wie Tee. Ist wie Minztee. Kalter Tee mit Minztee. Pfefferminztee. Mit Pfefferminztee. Ja, aber kalt. Nee, leckerer sogar. Noch mehr Zucker. Ja, Amerika ist eh alles mit Zucker. Wo ist das voll. Zeug? Wo ist das Zeug? Hier. Ja. Aber finde ich nicht so geil. Nee, würde mir auch nicht überholen. Na, nee. Ist wie Mate mit Minz. Nee, ey. Das ist frech, was du gemacht hast. Das war dein Joker. Jeder hat nämlich oh, einen Joker. Nein. Das war dein Joker. Und wenn ich irgendwas das nächste Mal hab, dann werde ich das bei dir reinschütten. Fuck. Boah, nee. Jetzt habe ich viel zu viel davon getrunken. Das war gut.
Ich habe eben schon einen Liter von irgendwas getrunken und deswegen, ich habe gar keinen Durst. Nicht so viel. Sieht aus wie... Ist gelblich. Oh, shit. Riecht nach Mandeln. Ja? Ja. Aber sieht aus wie Milch. Schmeckt wie Milch. Schmeckt wie Mandeln. Mit Milch. Ja, ganz leichter Mandelgeschmack, finde ich nur. Ich finde, das schmeckt sehr milchig auf jeden Fall. Aber kann man gut als Milchersatz nehmen, finde ich. Ja, lecker. Also hat den veganer Geschmackstest bestanden. Na, na, ja, ja. Hm. Ja, Mandelmilch. Ja, lecker. Ist okay. Kennt ihr das? Dankeschön. Kein Durst? Ja, ey. Kein Durst ist das falsche Wort, weil kein Durst hört sich so an, als wäre man nicht mehr durstig, aber es ist so wie satt. Man einfach, wenn man... Puh, ja, man hat irgendwann genug, weißt du? Man muss alles im Maßen genießen. Ja, es gab mal ein Wort, das quasi das Gegenüber von satt war. Das hieß Sitt, wenn man vom Trinken satt war. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Das könnt ihr im Duden nachgucken oder im Internet mal googeln. Sitt. Das war früher das Gegenwort für satt, aber hat sich nicht durchgesetzt, weil niemand sagt, ich bin satt. Weil man ist vom Trinken nicht so schnell satt wie vom Essen. Nur wenn man so einen Shit macht. Simons Lehrstunde. Aha. Okay. Dann, ja, zum Wohl. Das riecht wie Multivitaminsaft. Ja, mm. Die Stückchen sieht man gar nicht. Da sind wieder richtig viele Stückchen drin. Da sind richtig viele Stückchen drin. Aber geil. Mh. Mm. Schmeckt wie Multivitamin mit Stücken. Ja. Aber richtig dicke Stücke. Also diese beiden Getränke hier, die von derselben Marke sind. Die sind gut, finde ich. Die haben auch beide Stücke. Und von diesen Marken würde ich auch mehr verschiedene probieren. Weil diese Stücke finde ich irgendwie finde ich die geil. Irgendwie macht mich die an. Gleich pissen wir beide wie ein Pferd mit so einem Strahl. Jetzt kommen die kritischen Sachen. Also. Kohl, Kokosnusswasser, Apfelspinat, nee. Rote Beete oder dieses komische Froschleichwasser. Das machen wir am Ende. Ja, das machen wir am Ende, okay. Ja, ja, das ist ja voll mit diesem... Ja, das sind Chiasamen. Ich habe eigentlich Bock da drauf. Das sind Froscheier. Okay, hier das? Ja. Zuerst? Boah, Rote Beete, nee, das andere von der Marke war schon eklig. Boah. Haben wir gleich viel? Muss ja fair sein. Ja, ja, passt. Okay. Oh, das riecht ja bis hier. Dieses. Vorsicht, das macht Flecken. Okay. Warte, also erstmal hin. Oh, es riecht ganz stark nach Rote Beete, aber ich finde den Geruch lecker. Ich finde Rote Beete ist verdammt lecker. Nach Erde halt so. Ich hätte richtig Bock auf Rote Beete jetzt zu essen. Okay, das ist deine Meinung. Okay. Auf Ex? Nee. Nee. Erst nur mal probieren. Oh nee, überhaupt nicht meins. Okay, ich würde sagen. Ah, schmeckt's. Ja, ich nutze meinen Joker. Nee. Doch. Du kannst jetzt. Du hast bei mir reingeschüttet. Aber bei mir war viel weniger. Ja. Alter! Oh Gott, ist krass! Was ist das denn? Ex oder Arschloch. Ex oder Arschloch. Boah, nee, das ist scheiße. Ist gar nicht so scheiße. Doch, ich finde scheiße. Das hier besser. Je mehr du hast, das wird immer schlimmer. Ja, ich weiß, deswegen wollte ich ja nicht mehr vertrinken. Das hier ist aber besser als das. Das hier war noch schlimmer als Grüne, fand ich. Nee, ich fand das besser. Ja? Ja, rote, das ist so ein ganz blöder Geschmack. Okay. Oh, das war so viel. Oben, oh, ich kotze gleich. Oben ist so hell und unten ist so dunkel, deswegen schüttel ich jetzt mal. Nicht schlecht jetzt. Oh, jetzt ist überall dunkel. Boah, das war zu viel für mich gerade, dieses hier. Warte, ich brauch kurz Pause. Ich kann es nicht öffnen. Oh. Nicht kotzen, noch nicht. Und wenn, dann machst du ins Glas wieder rein. Nein. Oh nein. Purity, das ist so. Purity, die Marke soll vermitteln, es ist die pure Lebensenergie, die pure Lebenskraft. Hinten ist so ein Baum drauf und so ein Mann mit einer Schubkarre. Das soll zeigen, das hier ist wirklich der pure Genuss. Und dann gucken wir mal. Nee, warte kurz. Es stinkt schon wie der pure Gestank, komm. Oh, ich kann nicht mehr. Komm, Prost. Alter, ich kotz gleich. Prost.
Das war zu viel. Ist nicht schlecht. Es riecht schlimmer. Ja, es ist bis jetzt von den ekligen Getränken das Leckerere. Das Leckere, ja. Es ist nichts, was ich jetzt geil finde, aber auch nicht schlecht. Also kann man trinken, aber ich habe halt überhaupt keinen Durst mehr. Boah. Das Wetter nicht schön heute. Ist toll. Das ist schönes Wetter, ne? Ja, doch. Komm, du schaffst das. Komm, danach gibt's Froschleich. Das ist das, worauf wir uns die ganze Zeit freuen. Ja. Komm, du schaffst das. Boah, ich fühle mich nicht gut. Ja, ich fühle mich auch nicht. Augen zu und durch. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ich hätte es nicht exen sollen. Es hat sich in der Zeit schon wieder abgesetzt unten. Bäh. Okay, komm. Komm, jetzt das letzte Getränk. Bist du neugierig? Nein. Ja, okay, doch. Mit schütteln oder nicht schütteln? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich schüttel mal leicht. Boah, was ist das? Was ist das? Das ist komplett von oben bis unten voll mit so komischen Kernen. Ja, das sind Chiasamen. Oh, nee, da ist Kohlensäure drin. Ich hab's geschüttelt. Ist da Kohlensäure drin? Nee, oh, nein. Bin ich denn dumm? Die ist ja noch ekliger mit Kohlensäure. Ist da Kohlensäure drin? Das ist einfach nur so energiegeladen, dieses Getränk, weil da so viele tote Lebewesen drin schwimmen. Oh, ist mir schlecht. Nee, geht. Was passiert da gerade? Oh! Ja. Alter, das Ding explodiert. Diese Flasche explodiert. Das ist eine Glasflasche. Alter. Anton. Guck mal, das steckt alles nach oben gerade. Shit, da ist Kohlensäure drin und ich wusste es nicht. Du schüttelst ja. Hä, aber wie kann da Kohlensäure drin sein mit diesen Samen? Ah! Oh! Nein! Oh, oh, oh! Alter! Oh, scheiße! Stinkt wie, als wäre es abgelaufen. Oh je. Was ist das? Was passiert da gerade? Boah, das stinkt so richtig. Alter. Mein ganzes T-Shirt ist voll mit diesen Samen. Oh je. Ich hab's neu gekauft. Shit. Was ist das? Oh, scheiße. Alter. Alter, aber das stinkt. Wie saure Milch. Das stinkt wie die Pest. Bah, stinkt wie die Pest. Alter, also alles voll hier einfach. Alles ist voll. Nein, mein Bett. Alter, ich hab's mir noch geöffnet und gemerkt, ja. Die Flasche, die platzt, das ist eine Glasflasche, ich muss es öffnen. Boah, das sifft da immer noch raus. Komm, hast du einen Strohhalm? Nee, wir trinken das. Bai. Oh Gott, ja. Bah, das ist echt. Das ist wie saure Milch. Boah, das ist so schaumig und alles. Alter. Oh nee, Alter, ich hab da keinen Bock drauf. Alter, ich weiß nicht. Boah, das riecht so. Boah, das riecht wie abgelaufene Milch. Wir müssen dieses Zimmer komplett lüften danach. Alter, das riecht wie saure Milch, wie wenn Milch abgelaufen ist. Das ist wirklich das allerschlimmste Getränk. Überall so. Ja, komm, wir müssen es jetzt trinken, komm. Komm. Scheiße. Es riecht wie abgelaufene Milch. Boah, es riecht wie saure Milch. Was ist das? Ich habe einmal in meinem Leben schon mal sowas getrunken. Danach war mir so kurz übel, es war wie abgelaufene Milch. Komm, okay.
Es ist nur Schaum, weil es so geschüttelt ist. Schmeckt nach Bier. Es schmeckt nach saurem Bier. Alter, diese Stücke, ne? Hä? Es ist nicht scharf, aber die sind so ganz komisch. So glibberig, richtig. Die sind ganz komisch. Oh. Alter, und so viel Schaum, man kann es gar nicht richtig trinken. Ja. Oh, nee. Ach, nee. Also, es ist sauer, aber so richtig verdorben sauer. Alter, und die Flasche, wie die explodiert ist, was für eine Kraft dahinter steckt. Alter, was da rauslief. Wir können es ja in Slow-Mo zeigen. Alter. Es wird sich durch den Tisch durchätzen. Ja, das läuft dir gleich runter. Wie viele Kerne da drin sind. Das ist wie von den, kennst du StarCraft? Das ist wie der Boden von den Zerg. Ja, 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 kenn ich. Der breitet sich aus. Ja. Okay. Okay, Leute. Ich hab's ausgetrunken. Es war... Ich war nicht das Ekelhafteste, was ich mit dem getrunken habe, aber es ist echt... Ich frage mich, warum man so etwas trinken sollte. Alter, das ist so schaumig. Das ist, kann man... Das ist wie... Das steht im Supermarkt. Da musst du ja kommen Leute und sagen, oh ja, das ist lecker, das nehme ich gerne. Das nehme ich gerne. Hä? Der einzige Sinn ist, das für ein Let's Drink herzustellen. Ja. Ich verstehe nicht, wie Leute aber, das ernsthaft aber trinken. Krass, dass wir genau das erwischt haben für ein Let's Drink, das Getränk. Ist eigentlich perfekt. Bah. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das Let's Drink gefallen. Mir nicht. Ja, wir werden auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, können wir auch gerne weiter exotische Getränke ausprobieren in anderen Ländern. Ich glaube, in dem asiatischen Raum wird es noch ein bisschen spannender, weil da gibt es noch bestimmt Getränke, die... ultra krank sind. Aber das macht Spaß, dann rumzumatschen. Guck mal meine grünen Hände. Das ist wie Glibber. Also als Kind hätte ich das gerne gespielt. Schau mal. Das ist richtige Froscheier, Fischeier. Falls es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Antwort ist in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr auch vorbeischauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, bis Leute. Dann. Tschüss. Ich kann gar nicht die Kamera zumachen. Ja gut, lassen wir das. Tschüss. Alter, was ist denn da drinne? Das ist so Sesam oder so, ne? Das sind Fischeier. Ich echt? Weiß, nein, das sind irgendwelche Kerne. Aber das reicht nicht. Oh, du hast dich aber auch verschnupft, mein Lieber. Ja.